Hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, da sind wir wieder. So, wir sehen Anziehungsfeldgenerator. Information anzeigen. Kosmische Anomalie, die sich wie eine Art Pseudoschwerkraftquelle. Das ist ja cool. Aber ich will diesen Frachtcontainer. Genau. So. Geht noch nicht. Ist natürlich. Wir sind da schon ziemlich nah dran, ne? Haben wir's? Verstehe ich jetzt nicht. Warte. Frachtraum öffnen. Keine zusätzliche Bucht? Echt jetzt? Oh. Okay, das können wir hier verschrotten. Abwerfen. Ja, sicher. Ja, ich bin sicher. Wieso geht das nicht? Also das verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert. Wir haben noch eigentlich genug Platz hier oben, wenn ich das sehe. Also wir hätten den Anzug auch nicht wegwerfen müssen, aber trotzdem, das verstehe ich nicht. Also wir müssen jetzt ja nicht alles davon mitnehmen, ne? Keine Ahnung. Komisch. Tja, dann halt nicht. Das ist zwar irgendwie ziemlich kacke, aber was soll's. So, dir nähern wir uns mal an. Können wir das irgendwie Ziel aufschalten? Das hört sich doch schon mal gut an. Tja, was auch immer das es mit dieser Anomalie macht. Ich glaube, wir sollten sie umkreisen. Genau. So stillstehen ist immer keine gute Sache. Aber ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das was bringt. Nicht so richtig was, ne? Schild 100%, also irgendwie ja, diese Anomalie tendiert das mal gar nicht. Das heißt, wir deaktivieren das mal. Was sind das hier? Taktischer Zerstörer. Sicherheitsstatus unter 0. Ich weiß es nicht, ob wir das versuchen sollten. Wir versuchen das einfach. Komm. Ziel aufschalten. Annähern. In 9 Kilometern. Ne, 9000, ne? Da ist er. Und Feuer frei. Nein, das nicht mehr. Den hier. Ziel Aufschaltung aufheben. Nur noch den hier. Und auf den sollt ihr schießen. Ist das ein Freund oder Feind? Nicht der.
Okay. Föderation. Okay. Ja, ich würde gerne das Feuer öffnen, Leute. Geht doch. Oh, oh. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Anscheinend werden wir ziemlich krass gerade platt gemacht. Finde ich jetzt irgendwie uncool. Wir sehen, der hat noch relativ gut lachen. Abschlussbericht verfügbar. Versicherung. Ja, also wir hatten jetzt irgendwie nicht so eine richtige Chance. Ja, okay, man muss manchmal ja auch einfach... So, Versicherung, genau. Was wollen die? Standardzahlung. Tja, also wir haben jetzt natürlich das Geld bekommen, oder was? Ja, Kontostand. Hat er eben angezeigt, 561.000. Das ist der aktuelle Kontostand. Das ist der Booster, okay. Das ist auch nicht so wichtig. Da müssen wir uns echt das überlegen. Müssen wir vielleicht mal ein vernünftiges Schiff kaufen. Aber jetzt hat auch die Sache, okay, wie geht es jetzt hier mit uns weiter? Die Kapsel. Wir können auf jeden Fall zu einem, zu einer Station. Warte mal, ist so doof, dass das hier recht nicht einfach steht mit Station. Und nicht irgendwas mit Scout. Zerstörer. Hier, Raffinerie. Ja, ob das so Sinn macht, dann können wir lieber hier Stargate. Nein, das mal drück. Hier, Station da. Andocken. Okay, also die Kapsel. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Eigentlich war das doch so, dass praktisch dann unsere ganzen Erinnerungen transferiert werden in einen neuen Klon von uns. Ne? Also wir dann praktisch in einem Klon weiterleben. Aber jetzt sind wir in so einer Kapsel. Oh, das ist dann einfach nur die CPU mit den Daten. Das könnte sein. Sieht schon cool aus. Hui. Aber wenn man so nah dran ist, dann hat er schon so ein bisschen dieses Elite Dangerous Feeling. Ja, so. Oder Rebel Galaxy. Das finde ich auch mega geil. Also da müssen wir auch irgendwann... Also Rebel Galaxy ist ja auch so ein Spiel, was sich ewig lang zieht, wo man so viel machen kann im Spiel. Irgendwann müssen wir mal die aktuellen Teilen. Habe ich hier. Gab es mal irgendwann vergünstigt bei Epic, im Epic Store. Da hatte ich den geholt. So, jetzt haben wir erstmal das größte Problem. Was machen wir jetzt? Bleibt eigentlich nur die Möglichkeit. Ach, das ist unsere Kapsel. Das ist so krass, ey. Angriffsstärke, gar nichts. Tja. Haben wir natürlich alles verloren. Und dann haben wir hier noch unser Inventar, Schiffshangar. Nichts gefunden. Das ist natürlich uncool. Persönlicher Besitz. Gut, wir haben jetzt noch Rapid Light Missile Launcher, okay. Den Reaper. Die Corvette. Und wir haben noch einen Alpha-Injektor. Okay, wusste ich gar nicht. Aktivieren. Ja, bestätigen. Schließen. Dann können wir eigentlich nur die übernehmen. Also. Kurs setzen. Wie viele Sprünge sind das? 9 Sprünge. Okay, das ist viel. Das ist ein 2 Sprüngen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Raketenwerfer... Doch, wir springen erst... hierhin.
Ich springe erstmal dahin, hole den Raketenwerfer. Und dann springen wir. Natürlich jetzt. Ja, sind in einen Kampf verwickelt. Warnung, sind momentan als Teilnehmer von Kampfhandlungen markiert. Ja, ich werde garantiert nicht. Oder was wollen die jetzt hier? Möchten sie wirklich fortfahren? Ja, was soll ich machen? Ihr habt ja garantiert kein Schiff hier, oder? So, warte. Habt ihr hier Raumschiffe? Strukturausrüstung, nein. Schiffsausrüstung, nein. Schiffe, da. So. Bergbaukarkassen, nein. Korvetten, Fregatten. Wir hatten eine Fregatte, ne? Ach, schön wäre es, wenn man hier einstellen könnte. Nur Lokale. Region, Station. Genau. Ach, da, siehst du? Gut, ja, was habt ihr denn hier? Okay, anscheinend gibt's hier was. Könnten wir uns sogar leisten. Kaufen. Kaufen. Sehr schön. Was hast denn du noch hier? Ausrüstung, Energiespeicher, Transfermodul. Okay. Ne, das brauche ich nicht. Panzerung. Okay, Schadensregulierer. Och, das ist teuer. Auch teuer. Ich brauche Waffen. Aber Waffen gibt es hier wohl. Panzerung. Ne, Schiffsausrüstung. Wir sehen, da gibt es gar nichts. Mhm. Okay. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Handelsgüter brauchen wir auch nicht. Also ich brauche eigentlich unbedingt Waffen, aber da sehe ich gerade gar nichts in der Richtung. Ja. Ja gut, wir können ja zum nächsten springen. Das ist nicht so das Thema. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da für ein Schiff haben. Also ich bin ja relativ unbedarft, ne? Kaufen und trainieren. Passt nicht in die Warteschleife. Kein Thema, kein Thema. Ich habe da noch so einen Alpha-Injektor. Ah, der wird mich nicht retten. Na, naja, wir sehen's, ne? Also wir haben jetzt... Skilltraining abgeschlossen. Oh, doch. Wir haben sogar noch was übrig, das ist gut. Geht sogar relativ schnell. Ah, okay, wir mussten die Fregatte erst lernen. Und das ist ja kein Thema. Sehr schön. Sehr gut. Mhm. Genau, das hier. Ist denn noch was mit Energie? Waffen-Upgrades. Ja, Waffen-Upgrades sind auch gut. Dann verwenden wir gleich das hier. Genau, bitteschön. Ah, sehr gut. Okay, was wir mit der Kapsel machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir jetzt dieses Schiff benutzen müssen. Wie können wir das denn machen? Reparaturangebot einholen? Nein. Frachtraum öffnen? Nein. Verkaufen? Name ändern. Ja, Name ändern können wir schon mal machen. Der Name ist doof. So. Dup, 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 dup. Und jetzt würde ich gerne aktivieren. Da. Ui, sieht schon schnieke aus, muss man ja sagen, ne? Hat was. Auch wenn es natürlich jetzt gerade so gar keine Bewaffnung hat, aber hey. Egal, so, Gegenstand, da haben wir auch nichts. Da ist auch nichts. Ja, also, wir haben wieder nichts. Oh, das ist doof.
bin ich nur gerade am gucken. Gut, Kurs zu dem Raketenwerfer haben wir gesetzt. Das können wir machen. Genau, ich will mir einmal hier das nur angucken. Ja. Angriffsstärke hat das nicht. Verteidigung ist relativ. Okay, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Erinnerung mehr, wie es bei dem anderen war. Tja, dann können wir damit das nächste Mal dann losfliegen. Ist mal was anderes. Also mir gefällt es. Sieht auf jeden Fall schnieke aus. Sogar fast noch ein Ticken besser als das andere. Das muss ich jetzt sagen, naja, damit ich nicht gleich anfange, ganz traurig hier zu sitzen und mich selbst zu bemitleiden, dass ich da dieses Ding angegriffen habe. Aber hey, wer nicht wagt, der findet es niemals raus. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.